Hallo, heute machen wir einen Rindergulasch mit Spätzle. Dafür brauchen wir Pfeffer, Salz, Mehl, Eier, Petersilie, Zitrone, Zwiebeln, Butter, Muskat, Knoblauch, süßen Paprika, scharfen Paprika, Lorbeer, Tomatenmark, Kümmel, Rindfleisch, Brühe, Rotwein und Öl. Als erstes schneide ich mir das Rindfleisch. Da habe ich jetzt hier ein schönes Stück Schulter. Das habe ich im Ganzen gekauft. Ich mag das nicht so gern, mir das vom Metzger schneiden zu lassen, weil die schneiden das meistens so ungleichmäßig groß. Und das habe ich einfach nicht so gern. Deswegen kaufe ich es immer am Stück. Da haben wir hier oben noch eine Sehne dran. Die können wir vielleicht ein bisschen wegnehmen. Wenn ihr hier drinnen jetzt, das seht ihr hier ganz gut, wenn ihr hier in der Mitte vom Fleisch so ein bisschen so eine Sehne habt, das macht überhaupt nichts. Das ist Bindegewebe und das zersetzt sich. Da müsst ihr keine Angst haben. Das heißt, wir schneiden hier einmal knapp unter der Sehne rein. Ganz dünn. Und dann drehen wir das Fleisch auf die Sehne drauf und dann mit ordentlich Druck aufs Messer, auf dem Brett entlang, einfach diese Sehne abtrennen. Also immer unten auf dem Brett bleiben. Das Messer relativ flach halten. Und dann verschwenden wir so wenig wie möglich Fleisch. Das so ein bisschen wegschneiden. Okay. Und jetzt schneiden wir uns das Fleisch in Würfel. Da dürfen wir nicht vergessen, dass das Fleisch nachher noch ein bisschen zusammengeht. Also das verliert so ungefähr 30-35% vom Gewicht. Also schneiden wir die Würfel ruhig ein bisschen größer und dann nachher sind sie genau perfekt zum Essen. Also ungefähr so 2-3 cm große Stücke. Seht ihr das ganz schön? Hier wäre jetzt so eine Sehne. Das wäre natürlich jetzt zum Kurzbraten absolut nicht geeignet. Das ist auch ein Schmorfleisch. Das heißt, es wird erst weich, wenn man es über eine längere Zeit gart. Und jetzt schneiden wir uns das hier einfach so in solche Würfelchen. Das ein bisschen größer noch halbieren. Und solche Sehnen und so ein bisschen Flachsen, das macht bei einem Gulasch überhaupt nichts aus. Weil dadurch, dass wir das sehr lange garen, wird das alles butterzart. Das könnt ihr ohne weiteres dran lassen. Da müsst ihr keine Sorge haben. Sieht schön aus, das Fleisch, schön marmoriert. Das heißt, wenn es gut marmoriert ist, also auch so ein bisschen so Adern hat, dass es danach dann besonders zart wird, weil da eben genau Fett und Bindegewebe drin ist, was sich dann im Kochvorgang zersetzt. Und dann haben wir so ein richtig schönes, butterzartes Gulasch. Das gebe ich mir jetzt hier rein. Jetzt hacke ich dann noch gleich die Petersilie. Da habe ich jetzt eine Petersilie mit relativ dünnen Stielen. Die muss ich jetzt nicht so genau zupfen. Da können wir die Stiele mitessen. Wenn die Stiele so ein bisschen dicker sind, dann die Blättchen schön abzupfen. Ich schneide jetzt hier einfach die Stiele weg. Und dann bündel ich die Petersilie. Und schneide sie jetzt mit einem scharfen Messer einfach hier fein in Streifen runter. Und dann gehe ich nochmal vorne so aufs Messer drauf und hack einfach noch so 2-3 Mal drüber. Aber ihr müsst es nicht pulverisieren, das reicht, wenn es grob gehackt ist. Das schmeckt dann nachher besser und sieht schöner aus. Okay, das reicht. Das
Das nächste schneide ich mir noch gleich den Knoblauch und ein bisschen Zitronenschale. Ich finde, das gibt ein total tolles Aroma. Da habe ich eine Bio-Zitrone, eine unbehandelte, weil wir eben die Schale verwenden wollen. Das ist ganz wichtig. Und da schneide ich jetzt einfach ganz dünn, ohne das Weiße mitzunehmen, so zwei kleine Streifen von der Schale ab. Da sind sehr, sehr viele Aromaten drin, deswegen relativ wenig davon verwenden. Das reicht uns schon. Und das versuchen wir jetzt so fein wie möglich zu schneiden. Erst ganz, ganz, ganz hauchfeine Scheiben gerade runter und dann in wirklich ganz kleine Würfelchen runter, weil es nicht schön ist, wenn man auf so ein Stück Zitronenschale beißt. Okay. Dann noch den Knoblauch, den schneide ich vorne und hinten an. Dünn abschälen und beim Knoblauch immer darauf aufpassen, dass der Trieb entfernt ist, vor allem wenn ihr ihn ganz mit ins Gericht reingebt. Der Trieb sitzt innen drin, das heißt einmal kurz halbieren und dann reingucken und wenn da nichts Grünes drin ist, dann passt's. Dann legen wir uns den auf die Schnittfläche und schneiden ihn hier einfach in dünne Scheiben. Einmal quer einschneiden und dann fein runterschneiden auch. Den kann ich jetzt gleich mit der Zitronenschale mischen, weil ich das beides nachher gleichzeitig zum Gulasch dazu gebe. Und das gebe ich mir auch hier drauf. Okay, und jetzt kommen noch die Zwiebeln. Bei den Zwiebeln ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ihr genauso viel Zwiebeln verwendet wie Fleisch, weil die Zwiebeln binden nachher unsere Soße und geben dem Gulasch so einen samtig schönen, weichen Geschmack. Und da ist es wirklich echt extrem wichtig. Ihr seht schon, ich habe einen riesen Haufen Zwiebeln und die müssen wir jetzt alle in ganz feine Scheiben schneiden. Einfach halbieren, auf die Schnittfläche legen und dann hier in ungefähr so dicke Streifen runterschneiden. Das letzte Stückchen, den Strunkansatz, gebe ich immer zur Seite, der schmeckt ein bisschen holzig. Ihr könnt, wenn ihr eine Aufschnittmaschine zu Hause habt, auch einfach eine Aufschnittmaschine verwenden oder eine sogenannte Mandoline, eine Reibe, mit der das schön geht, weil nach einer Zeit wird man da wahrscheinlich schon ein bisschen das Weinen anfangen. So, das waren die Zwiebeln. Wie ihr seht, ich weine auch schon ein kleines bisschen. Und jetzt können wir auch schon mit dem Gulaschansatz anfangen. Ich habe mir jetzt einen Topf sehr heiß vorgeheizt, also richtig mit Vollgas. Und da gebe ich jetzt einen Schluck Öl rein. Wie ihr gleich seht, das Öl wirft sofort Blasen. Das ist auch genau richtig, wenn ihr das Fleisch jetzt anbratet. Und dann auf einmal das Fleisch reingeben. Einmal kurz verteilen und ganz wichtig, jetzt nicht wild drin rühren, sondern mal kurz warten, anbraten lassen,
und dann umdrehen. Das soll eine richtig schöne Röstfarbe erhalten. Was auch ganz wichtig ist, ist gleich salzen und pfeffern, schon beim Anbraten. Okay, das reicht jetzt von der ersten Seite und jetzt einfach mal so ein bisschen rühren. Und ihr seht jetzt schon, die Stückchen haben einfach ein bisschen Farbe genommen. Deswegen müssen wir den Topf richtig heiß machen, weil jetzt ist schon wieder die Hitze fast weg. Also richtig ordentlich vorheizen. Und wenn es überall so ein bisschen angebraten ist, können wir die Zwiebeln dazugeben. Schaut jetzt sehr viel aus, aber die kochen nachher alle in das Gulasch rein, die werden wir gar nicht mehr sehen. Das müssen wir jetzt ein bisschen braten lassen, so 3-4 Minuten, bis die Zwiebeln halt auch ein bisschen angeschwitzt sind und dann können wir mit den Gewürzen weitermachen. Das hat jetzt ein paar Minuten gebraten. Jetzt seht ihr, der Saft, der ausgetreten ist, ist fast weg. Die Zwiebeln sind so leicht angegart. So soll es ungefähr aussehen. Und jetzt können wir das Tomatenmark dazu geben. Es ist ganz wichtig, dass das direkt dazu kommt. Das hat recht viel Säure. Und die Säure geht raus, wenn wir es ein bisschen mit anschwitzen. Einfach dazugeben. Dann können wir auch schon dazugeben unser Paprikapulver. Das ist auch ganz gut, wenn es noch ein bisschen mitbraten kann. Da habe ich jetzt zwei verschiedene, einmal einen edelsüßen Paprika und einmal einen scharfen Paprika. Ich mag das ganz gern, wenn ein Gulasch ein bisschen schärfer ist und ein bisschen Power hat. Wenn ihr es nicht so gerne scharf mögt, dann nehmt ihr einfach nur süßen Paprika. Okay. Jetzt kräftig durchrühren, sodass sich das Tomatenmark wirklich überall verteilt und kurz mitbraten lassen. Ihr seht schon, wie jetzt die Zwiebeln bereits fast zur Hälfte weggebrutzelt sind. Also das ganze Wasser ist schon draußen. Und jetzt ist von diesem Riesenberg Zwiebeln, den wir geschnitten haben, schon eh nur noch ganz, ganz wenig übrig. Genau so sollte es aussehen. Schön umhüllt mit diesem Paprikapulver und mit dem Tomatenmark. Jetzt geben wir uns als erstes den Rotwein dazu, löschen das mit dem Rotwein ab und lassen den Rotwein ein bisschen runterkochen, bevor wir die anderen Sachen dazugeben. Jetzt noch mal so 2 Minuten reduzieren lassen, dass ein bisschen was vom Rotwein weggeht. Und dann können wir die restlichen Gewürze und die Brühe schon mal zugeben und uns dann auch gleich an den Spätzleteig machen. Das hat jetzt 2 Minuten gekocht, der Rotwein ist so ein bisschen runtergekocht. Jetzt gebe ich dazu die Rinderbrühe, da ist ganz wichtig, dass ihr eine selbstgemachte verwendet. Wenn ihr wirklich keine da habt, dann nehmt doch einfach eine Rinderbrühe aus dem Bioladen. Da ist zumindest kein so ein Geschmacksverstärker und so ein Zeug drinnen. Dann gebe ich dazu ein Lorbeerblatt und ein bisschen Kümmel. Das ist auch wieder so, wenn ihr keinen Kümmel mögt, dann lasst ihn natürlich raus. Aber ein bisschen Kümmel gibt dem Gulasch so einen richtig tollen Geschmack. Und dieser Knoblauch und die Zitronenschale, die kommen erst so nach der halben Garzeit rein. Es braucht ungefähr so 1 Stunde bis 90 Minuten, je nach Fleischqualität. Und nach 45 Minuten geben wir dann die Zitronenschale und den Knoblauch dazu. Einfach, dass dieses frische Aroma von der Zitrone auch wirklich erhalten bleibt, bis wir es essen. Wenn wir das jetzt schon dazu geben, kocht das ganze Zitronenaroma raus und dann haben wir am Schluss gar nichts mehr davon. Dann können wir es auch gleich weglassen. Während das Gulasch köchelt, machen wir uns gleich den Spätzleteig fertig. Dafür habe ich hier ein Mehl, ein ganz normales Mehl, Typ 405. Das gebe ich mir hier in die Schale. Dann kommt dazu ein bisschen Salz und Pfeffer. Und immer ganz wichtig bei einem Spätzleteig,
ist ein frisch geriebener Muskat. Da würde ich keinen gemahlenen kaufen, weil der einfach nicht so lecker schmeckt. Ruhig ordentlich. Und jetzt kommt noch dazu Vollei, also das ganze Ei, Eigelb und Eiweiß. Schale immer aufpassen, dass da keine Schale mit reinfällt beim Aufschlagen, weil das habt ihr dann nachher im Spätzle drin und das ist ein bisschen komisch. Und jetzt rühren wir uns das mit einem Kochlöffel einfach erstmal vorsichtig zu einem Teig, dass das ganze Mehl nicht rausschwappt. Dann habe ich hier noch ein bisschen kaltes Wasser. Wenn es ein bisschen zu fest ist, einfach einen kleinen Schuss Wasser dazugeben. Kommen wir schon an die richtige Konsistenz. Das soll ruhig so ein bisschen cremig sein. Genau. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr den Spätzleteig schlagt. Das heißt, ihr nehmt den Löffel und haut richtig in den Teig rein. Davon gehen diese Klumpen, die jetzt momentan noch drin sind, raus. Und er wird so ein bisschen zäher, weil ihr die Stärke aus dem Mehl rausarbeitet. Und dadurch können wir ihn dann nachher gut durch diese Spätzlereibe drücken. Ich zeige euch das jetzt. Ihr seht schon, wie er jetzt schon noch ein paar Mal rühren glatter wird. Wichtig ist nur, dass er Blasen wirft. Ja, das seht ihr auch nachher. Dann ist er fertig, wenn er so kleine Bläschen wirft. Seht ihr das? Dass da die Blasen dann langsam hochkommen, wenn man ihn so ein bisschen geschlagen hat. So, das sieht man jetzt hier ganz gut. Und das ist auch die richtige Konsistenz vom Teig. Der muss genauso zäh sein, dass er so ein bisschen Fäden zieht. Dann tun wir uns auch nachher leichter mit der Presse. Okay, den decken wir uns jetzt mit einer Folie zu und lassen ihn einfach noch so 20 Minuten ungefähr ein bisschen ziehen, dass er einfach sich beruhigen kann, der Teig. Und dann können wir ihn auch schon ins heiße Wasser reiben. Jetzt haben wir uns ein Wasser aufgekocht für die Spätzle. Der Spätzleteig hat ein bisschen geruht und jetzt können wir die Spätzle auch gleich direkt durch die Reibe lassen. Ich habe jetzt hier so eine Knöpfelreibe, nennt sich das. Das gibt einfach so kleine Spätzle. Es gibt auch noch eine Spätzlepresse. Die sieht so ähnlich aus wie eine Kartoffelpresse. Und da kommen dann eher so Schnüre raus, ein bisschen längere Spätzle. Die lege ich jetzt hier aufs kochende Wasser auf. Das habe ich mir reichlich gesalzen, das kochende Wasser. Und jetzt gebe ich hier die Hälfte von dem Teig in diesen Schlitten rein. So, genau. Und jetzt reibe ich die Spätzle einfach über diesen Schlitten hier direkt in dieses kochende Wasser rein. Und mehr muss ich eh nicht tun. Ich habe mir noch ein Eiswasser vorbereitet, einfach so ein bisschen Wasser mit ein paar Eiswürfeln drin, wo ich die Spätzle gleich kurz abschrecke, dass der Garpunkt gestoppt wird und dann nachher ziehe ich es nur noch mal kurz durch Butter durch. Okay. Jetzt müssen wir die nur einmal aufkochen lassen und dann sind die auch schon fertig, weil die ja recht klein sind. Jetzt haben sie uns einmal aufgekocht und jetzt geben wir sie kurz zum Abschrecken ins Eiswasser rüber. Okay. Jetzt noch die zweite Fuge. Schön den Teig auskratzen, nichts verschwenden.
Der ist jetzt auch wieder ins Wasser reiben. Einen Tipp gebe ich euch noch kurz. Spätzleteig, alle, wenn ihr das gemacht habt und alle Geräte, mit denen ihr gearbeitet habt, ob das jetzt die Spätzlepresse ist, ob das der Kochlöffel ist und auch die Töpfe, direkt danach abspülen. Weil wenn der Teig einmal ein bisschen antrocknet, dann geht der überhaupt nicht weg. Also nicht in die Spülmaschine tun oder so, wo das noch Zeit hat zum Antrocknen, sondern einfach gleich unter fließendem Wasser ausspülen, dann kann man es am leichtesten sauber machen. Jetzt hat die zweite Fuhre aufgekocht, dann schrecken wir uns die auch noch schnell ab. Wenn ihr gerade keine Eiswürfel zu Hause habt, dann könnt ihr auch super für dieses Abkühlen so ein kleines Gefrierpack nehmen. Also so einen blauen Akku da, den man immer in diese Picknickboxen reingibt. Das funktioniert auch, um das Wasser kalt zu machen. Nur vorher abspülen, dass da nicht irgendwie Dreck dran ist. Jetzt lassen wir die uns kurz da drin abkühlen. Dann können wir sie abschütten und einfach noch, bis das Gulasch fertig ist, das dauert jetzt noch so eine Dreiviertelstunde ungefähr, können wir es noch kurz in den Kühlschrank geben und müssen es dann nur noch einmal kurz durch Butter ziehen und dann sind die Spätzle auch schon fertig. Ich zeige euch einmal zwischendurch das Gulasch. Das hat jetzt ungefähr so 40 Minuten, dreiviertel Stunde gekocht. Ist jetzt schon richtig schön sämig. Man sieht die Zwiebel noch. Das dauert also noch ein bisschen, bis es fertig ist. Aber jetzt können wir uns schon diesen frischen Knoblauch und die Zitronenschale dazugeben. Ich ziehe mal raus. Die Petersilie ist für nachher, für die Spätzle. Das rühren wir jetzt unter. Es gibt gleich einen ganz tollen zitronigen Duft. Und jetzt wieder Deckel drauf und leise nochmal 45 Minuten vor sich hin kochen lassen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut eure Fleischqualität ist. Manchmal ist so ein Gulasch schon nach einer Stunde fertig, manchmal braucht es halt anderthalb. Probiert einfach ein kleines Stückchen, ob das noch recht hart oder recht zäh ist. Und wenn es richtig schön auf der Zunge zergeht, dann ist es fertig. So, jetzt hat das Gulasch so ungefähr 70, 75 Minuten gekocht. Das hat jetzt bei der Fleischqualität genau gereicht. Das ist butterweich und super zart. Jetzt habe ich mir noch schon mal eine Pfanne aufgestellt. Ich zeige euch das hier mal, wie die Konsistenz jetzt ist. Wir haben das ja vorher schon gesagt, die Zwiebeln müssten ganz weggekocht sein. Also man sieht von unseren Zwiebelringen gar nichts mehr. Die haben jetzt sozusagen komplett die Soße gebunden. Deswegen ist die so schön cremig. Wir haben ja nichts reingetan, keinen Binder und nichts. Das ist jetzt nur durch die Zwiebeln. Nebenher habe ich mir eine Pfanne aufgestellt. Da mache ich mir jetzt kurz mit ein bisschen Butter die Spätzle warm. Dafür gebe ich dann ein ordentliches Stück Butter in die Pfanne. Macht gar nichts, wenn die Butter ein bisschen braun wird, dann ist es eine sogenannte Nussbutter. Sie sollte bloß nicht schwarz werden, weil wenn sie schwarz wird, schmeckt sie so ein bisschen unangenehm bitter. Und jetzt gleich die Spätzle habe ich abgeschüttet und so ein bisschen abtropfen lassen. Und die geben wir jetzt nur noch leicht tropfnass direkt in die Butter rein. Und würzen sie gleich noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Die ziehen wir uns jetzt schön in der Butter warm. Das Gulasch ist auch fertig, hat einen raumhaften Geschmack. Nochmal probieren, ob schon genügend Salz dran war. Es hat ein ganz tolles, feines Zitronenaroma durch die Zitronenschale, die wir vorher dazugegeben haben. Und durch dieses langsame und sanfte Garen ist dieses Fleisch wirklich so weich, dass es auf der Zunge zergeht. Eine Sache habe ich noch vergessen, wenn das Gulasch, wenn ein Kochvorgang ein bisschen zu dick wird sozusagen, einfach einen Schluck Wasser dazugeben und den wieder rauskochen. Das macht gar nichts, ihr müsst nur aufpassen, dass es nicht anbrennt.
geben wir da unter die Spätzle noch unsere frisch gehackte Petersilie drunter. Sieht einfach sehr schön aus, gibt einen guten Kontrast und schmeckt auch sehr lecker. Genau, und jetzt können wir auch schon anrichten. Okay, dann nehmen wir uns einen tiefen Teller, weil es ja sehr soßig ist. Und da gebe ich jetzt einfach einen Löffel von unseren schönen Petersilienspätzle rein oder auch noch ein bisschen mehr. Machen wir jetzt hier mit der Schöpfkelle in die Mitte einfach so eine Kuhle rein. Dreht es so ein bisschen, dass die an den Rand kommen. Und genau in diese Kuhle gebe ich mir jetzt einen richtig schönen Schöpfer von unserem Gulasch. Ein bisschen mehr. Ah, sieht das lecker aus. Wer mag, kann noch ein kleines Petersilienblättchen als Deko oben reinstecken und dann ganz schnell servieren. Lasst es euch gut schmecken. Viel Spaß damit. Ciao.